Ja, bitte? Darf ich mal Ihre Karte sehen? Was wollen Sie, meine Karte? Oh Gott, die hätte ich ja bald vergessen. Hier, bitteschön. Dankeschön. Entschuldigung, ja. Ach, nehmen Sie meinen Mantel doch auch gleich mit, ja? So, vielen Dank. Hier mein Hut, ne? Hier sind 2 Mark. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, dass ich so spät komme. Namens. Bolt ist mein Name. Oh Gott, meinen Kittel habe ich ja noch an. Meine Tasche. Arbeit für zu Haus. Ja, da habe ich auch noch zu tun. Das ist doch immer dasselbe. Ich komme und komme einfach nicht weg aus der Praxis, wenn ich mal ins Theater will oder so. Meine Patienten. Ach so, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ich bin Doktor, Arzt. Ja, hier. Oh nee, ich gehe am besten auf die Bühne. Da bin ich besser verständlich, ne? Hier sind meine Krankenberichte und hier meine sogenannten Kranken. Ja, Sie haben ganz richtig gehört, aber das stimmt, meine sogenannten Kranken. Ja, ich nenne sie so, weil sie rein medizinisch gar nichts haben. Verstehen Sie, das sind Menschen, die zu mir kommen und sagen, ach, Herr Doktor, mein Herz, mein Magen, meine Leber, meine Lunge. Ja, und wenn ich die dann untersucht habe, dann kann ich mit dem besten Willen nichts anderes sagen als, sie haben nichts. Wirklich nichts? Aber Herr Doktor, ich bin todkrank. Ja, ich habe Angst, dass ich sterben muss. Wie können Sie sterben, wenn Ihnen doch nichts fehlt? Sie haben nichts, wirklich nichts. So ein Doktor war ich mal. Immer bloß Blutabnahme, EKG, mit dem Stethoskop abhören. Na ja, Sie wissen ja Bescheid. Nicht? Nur ein Teil gab es, was ich nie untersucht habe. Das war die Seele. Ja, ja? Sie haben ganz richtig gehört, aber das stimmt. Die Seele. Ja. Ja, und dass ich das nun mache, das kam so. Also, eines Tages, da war wieder mal eine Frau, eine gesunde Frau gestorben. Ich weiß gar nicht, warum ich ihre Familie damals danach gefragt habe. Hat sie Ärger mit ihrem Mann gehabt? Oder war sonst was? Ja, und dann kam's. Der Mann hatte die arme Frau vor ein paar Monaten verlassen. Schrecklich, ne? Tja, sie war an einer Infektion gestorben, weil sie eine Infektion haben wollte. Haben wollte. Ach, wenn ihr Mann auch bei ihr gewesen wäre, hätte sie schließlich gelacht über die Infektion. Ja, und so wie mit dieser Frau ist es heute häufig. Wissen Sie, eigentlich müsste ich in die Totenscheine schreiben, er starb aufgrund seiner Pensionierung. Oder ihr Mann hat sie zu Tode geärgert. Oder auch umgekehrt. Naja, Sie wissen, was ich meine. Wissen Sie, Leben muss man wollen. Ich will Ihnen mal von einem Fall erzählen, der noch gar nicht so lange her ist. Das war im Frühjahr, Mai war das. Nee, April. Ich hatte Sprechstunde. Wollen Sie nicht abrüsten, Mutter? Waffen. Abrüstung, verstehst du? Du weißt doch, Amerika, Europa, Russland. Hm? Ach, was interessiert mich das? Ja, was fragst du denn? Entschuldige bitte. Ich werde dich nicht mal mehr nach der Uhrzeit fragen. Ja, du sagst ja bloß 5 und dann hat sich das. Aber Mutter. Du hast mich nicht lieb. Das ist das. Du hast mich nicht lieb. Nu, halt aber auf. Na, das ist doch so. Ich bin ja so einsam. Oh Gott, wie bin ich einsam. Wie ein Pilz. Seit Vater tot ist, noch einsamer als ein Pilz. Ja, du bist doch nie da. Aber Mutter, ich muss doch arbeiten. Ach, arbeiten. Ist Krankengymnastin mit Diplom und arbeitet als Aushilfe. Hast du das nötig? Mit Vaters Rente könnten wir so schön auskommen. Und ich wäre nicht immer so allein. Ja, das weiß ich doch alles. Aber ich muss nun mal was tun. Wenn es soweit ist und ich mich selbstständig mache, dann kannst du mir das Geld ja für mein Geschäft leihen. Ach,
Geschäft, Geschäft. Warum heiratest du nicht? Hätte ich wenigstens einen Schwiegersohn, mit dem ich mich ab und an mal kabbeln könnte. Och, ich sterb! Marianne, ich sterb! Mutter, hier ist der Brief von Dr. Hartmann. Ach was, der hat doch keine Ahnung. Du hast nichts, Mutter, gar nichts. So, ich hab nichts. Und warum tut mir das hier immer so weh? Und warum bin ich immer so benaut, na? Du hast nichts. So, nix. Und da mein Magen. Oh ja, mein Magen, der klopft. Ja, nur wieder tatsächlich, der klopft. Der Magen kann nicht klopfen. Das Einzige, was klopfen kann, ist das Herz. So, das Herz. Und wenn ich dir nur sag, dass mein Herz gar nicht klopft. Oh, Mutter. Und warum tun mir die Beine so weh? Und warum kann ich nachts nicht schlafen? Bitte sag mir das. Dr. Hartmann hat gesagt, dass du gesund bist. Und der muss es ja schließlich wissen. Lange genug studiert hat er ja. Und dann vergiss nicht, du bist 68. 65. Eben 65. Ja, das ist doch nicht alt. Nicht alt. Zu alt zum Leben. Ah, wenn ich noch an meine Flitterwochen in Bad Harzburg denke. Das ist ja überhaupt die Idee, Mami. Ja, verreis doch mal nach Italien oder so. Für Italien. Oder in Schwarzwald. Schwarzwald, das hört sich an, als hättest du New York gesagt. Ja, aber der Schwarzwald soll wunderschön sein. So, wunderschön. Und was ist mit dem sauren Regen? Und mit all den toten Bäumen? Beinahe so tot wie ich. Kann doch nicht gesund sein. Und was würde das ändern? Da wäre ich ja auch immer allein. Du bist undankbar, Mutter. Ich hab mir frei genommen, damit ich mit dir zum Arzt gehen kann. Ich bin doch bei dir. Oh, nee. Nee, Mutter, so kann es nicht weitergehen. Was willst du denn eigentlich noch? Du hast zwei Häuser, hast eine gute Rente. Du könntest leben wie ein König. Marianne. Auch dein Leben wie eine Königin. Und denn das Glück, das du immer hast. Naja, was ist denn zum Beispiel mit dem Gewinn in der Tombola? Ach, der. Und im letzten Jahr 5 Richtige im Lotto. Ach, die 24.000. Mami, was du anfasst, wird zu Gold. Ja, das ist das ja. Ich kann ja nichts mehr anfassen. Und du bist gesünder als ich. Marianne. Jawohl, das hat Dr. Hartmann gesagt. Ach, du hör bloß auf mit dem. Ach, bitte, Mutter. Ach, Mann, die Ärzte können mich alle mal. Schön weißen Kittel an und nichts dahinter. Warum können die nicht rumlaufen wie ein normaler Mensch? Sieht ja aus wie eine Uniform. Das ist doch dummes Zeug. Also nun vergiss nicht, dass ich deine Mutter bin, mein Kind. Ach, ich sterb. Ich sterb. Denk mal zu. Du ist aus. Was? Schlicht nicht mehr. Was? Was, mein Herz, was denn sonst wohl? Naja, ist ja auch zu verstehen. Muss ja zu schwer arbeiten. Den ganzen Tag immer nur Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Na, mal sehen, wie lange ich mit dem stehen gebliebenen Herzen noch leben bleiben kann. Nicht, erschreck mich nicht. Ah, nun fängt das wieder an zu schlagen. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Oh, was ein Glück. Marianne. Ja, Mutter? Sitzen meine Augen noch da, wo sie sein sollen? Ja, Mutter. Neben der Nase, wie es sich gehört? Wie es sich gehört, Mutter. Na, Gott sei Dank. Dann ist ja alles gut. Ich kann nämlich nichts mehr sehen. Du kannst nichts mehr sehen? Absolut nichts, nein. Was steht da? Breschneff-Ton, ach du liebe Zeit. Das ist doch schon lange her. Schon lange her? Warum steht das denn jetzt erst in der Zeitung? Du müsstest doch am besten wissen, dass bei den Ärzten immer nur alte Zeitschriften rumliegen. So, er ist schon lange tot. Schade, den mochte ich.
Der war immer so männlich, nicht? Wir gehen aber mit den Amerikanern zusammen. So, naja. Der Kennedy ist ja auch ganz nett. Aber der ist doch auch schon lange tot. Da siehst du das. Aber nett anzusehen war ja mal einmal, nicht? Junge, was ein Kerl. Du, hatte der nicht mal was mit der Marilyn Monroe? Ja, ich weiß, die ist auch schon längst tot. Oh. Ja, so ist das, mein Dian. Auch die Größten müssten sterben. Und ich bin bestimmt die Nächste. Oh, nun red doch keinen Unsinn. Unsinn, aber ein bisschen mehr Respekt, mein Kind. Ja. Oh, meine Beine. Was willst du? Oh, sei still. Was ist denn du schon wieder? Nicht wecken, die sind eingeschlafen. Komm, versuch mal aufzustehen. Marianne, nein, das geht komm, nicht. Marianne, aua, Marianne, aua, nein, das geht nicht, Marianne, aua. Guten Tag. Der Vater, nun komm doch. Ja, geht nicht, mein Junge. Ich hab doch kein Gefühl in meinem Bein. Vater. Wie aus Holz. Oh, du kannst einen ja verrückt machen. So, du komm. Mal langsam. Ja. Komm. Langsam. Du, Volker, das rechte Bein, das geht schon wieder so ein bisschen. Na, süß so wohl. Ja. So, und du komm und setz dich. Ja. So. Ja. Danke. Komm mal, da rutsch mal ein bisschen. Oh nein, mein Kind, lass mich doch hier sterben. Mutter. Nein, und nochmal nein. Ja, ist ja schon gut. Marianne? Wenn ich nicht so krank wäre, würde ich glauben, dass neben mir ein Mann sitzt. Recht hast du. Es stimmt also. Guten Tag. Guten Tag. Tag, Schnösel. Nee, ich bin taub. Ich kann auf dem Ohr nichts hören. Und auf dem anderen? Ja. Was? Und auf dem anderen? Ja, meistens auch nichts. Sie werden das nicht glauben, beste Frau, aber auf dem Ohr kann ich am Montag, Mittwoch und Freitag am besten hören. Tja, genau so ist das. Ach, so ist das. Dann müssen Sie entschuldigen. Was für ein Ulkigen? Kein Ulkigen, entschuldigen, habe ich gesagt. Entschuldigen! Ach so, ja. Ist doch egal. Bitte sehr. Oh Gott. Was sind wir und wo gehen wir hin? Tust deine Zeit nur mit mir. Ah, lass mal, Vater. Ja, ich habe zugesagt, dass ich pünktlich wieder zurückkomme. Wollen bloß hoffen, dass das hier nicht so lange dauert. Ach, Verzeihung. Würde es Ihnen was ausmachen, uns vorzulassen? Ja, ich muss noch arbeiten. Und ich? Wie bitte? Ich habe auch noch zu arbeiten. Sagen Sie, kennen wir uns nicht? Nicht, dass ich wüsste. Ja, wohnen Sie nicht im Hermannsweg? Nee, im Petersweg. Ja, sehen Sie. Unsere Parallelstraße. Ach, dann sind Sie das, der morgens immer sein Fußball auf dem Balkon macht. Ja, das sind Sie. Johansen. Volker Johansen, angenehm. Marianne Oelkers. Ach, sagen Sie,
Habe ich Sie nicht schon mal auf dem Motorroller gesehen? Ja, genau. Oh, ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn das Wetter gut ist. Ja, sehen Sie. Deshalb kamen Sie mir auch gleich so bekannt vor. Ja? Ich habe bloß nicht so drauf geachtet. Das geht mir auch so. Ich achte auf nichts, wenn ich in Eile bin. Das geht mir genauso. Ja. Ach, ich bin Masseur. Ich habe so 15 bis 17 Massagen am Tag. Ja, ich bin Heilgymnastin. Oh. Ja, ich muss auch ganz schön ran, manchmal 12 Mal. Oh, das ist eine Masse, ne? Oh, wenn man mal 10 Minuten zu spät kommt, dann ist gleich der Tod. Ja, das geht mir genauso, ja. Ja, ich habe auch schon oft gedacht, das Beste wäre, wenn man sich selbstständig machen würde. Ich auch. Aber wenn bloß das verdammte Geld nicht wäre. Ach, die Hälfte habe ich schon zusammen. Ja. Oh. Ich auch. Ja, dann können wir doch eigentlich unseren Kram zusammenschmeißen. Ja, Sie machen medizinische Gymnastik und ich Massagen. Ja, das wäre gar nicht so dumm. Ja. Eine schöne Praxis hätte ich auch schon an der Hand. Bei meinem Onkel in der Rosenstraße. Keine schlechte Lage. Hört sich gut an. Malen Sie mir doch gleich mal auf, wie die Praxis aussehen würde. Oh ja, gern. Danke. So. Hier, das ist der Eingang. Hier können wir Ihre Praxis einrichten. Hier meine. Hier die Küche, Klo. Hier können die Leute warten. Ja, nicht schlecht, ne? Nee, ganz und gar nicht. Ich schreibe Ihnen gleich mal meine Telefonnummer auf, ne? Ja. Marianne Oelkers. 241 05. Danke. Ja, und Ihre? 241 53. So. Tja. Ja, wir können uns das ja mal zusammen ansehen. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Oh, bloß Gutes, was sonst wohl. Bitte. Danke. Vater? Ja? Wir sind Nachbarn. Ja, ich weiß Bescheid, mein Junge. Du, Mami, das ist der junge Mann, der morgens immer auf dem Balkon turnt. So. Sieht gut aus, wenn Sie morgens da so turnen. Vielen Dank, Madame. Madame. Ich küsse Ihre Hand. Bitte was? Ich küsse Ihre Hand. Ja, aber warum? Ja, Junge, das ist höflich. Mutter, heute sagt man sehr erfreut. Sehr erfreut. Mein Vater. Sehr erfreut. Sehr, sehr, sehr erfreut. Ach, Volker. Musst du nicht los? Der Doktor wird mir schon alles sagen und aufschreiben, was ich gebrauche. Nee, Vater. Da will ich dabei sein. Du. Wozu denn, mein Junge? Du musst dich daran gewöhnen. Du lass mich bloß noch ein paar Wochen. Nee, Vater. Das will ich vom Doktor selbst hören. Ach, ich geh bloß noch mal eben telefonieren. Bescheid sagen, dass ich ein bisschen später komme. Oh, das ist eine gute Idee. Ich komm gleich mit. Na, wunderbar. Ja. Ja, dann können wir ja noch mal über alles reden. Ja, los. Ja. Naja, die Jugend steht fest im Leben. Ja, das ist wohl so. Das geht bloß immer so schnell. Mein Reden. Zum Beispiel, wenn mal das Telefon geht. Ach, seien Sie bloß still. Das ist genau das Gleiche wie bei uns. Ich sitz und warte mit dem Essen. Rums geht das Telefon. Mami, ich kann heute nicht zum Essen kommen. Wir fahren noch mal eben nach. Ach, was weiß ich. Bleibt Ihnen auch manchmal das Herz stehen? Das Herz? Ja, nee, nicht so direkt. Aber ich hab manchmal das Gefühl, dass es die Absicht so hat. Meins bleibt stehen. Ganz und gar? Ganz und gar.
Nur gerade in diesem Augenblick. Nee. Doch, hier, bitte fühlen Sie meinen Puls, dann werden Sie es sehen. Ja, ich fühle aber was. Hä? Ja, bum, 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 bum. Ach, was, das ist ja meine Uhr. Nee, kommen Sie mal hier. Dann kommen Sie mal schnell, sonst fängt das erst mal an zu schlagen. Na? Ja, Augenblick. Ich hab da eben was Komisches gehört. Was Komisches? Ja, wirklich komisch. Mal im Ernst. Klingt das wie ein Herz? Nee, wie ein Herz klingt das nicht. Sehen Sie? Und der Dr. Hartmann hat gesagt, dass alles in Ordnung ist. Ja, waren Sie auch bei diesem Fuscher? Hm. Zu mir hat er gesagt, mir fehlt nichts. Stellen Sie sich das mal vor, nichts! Wie ist denn dieser Doktor? Ja, ich weiß nicht, ich bin zum ersten Mal hier. Ja, ich auch. Und bloß hoffen, dass der besser ist. Hm. Haben Sie auch was an der Leber? Oh, wenn es nur das wäre. Drenol. Drenol? Ich nehme Eparema. Eparema, das hilft doch nicht. Das gebe Calcium mit Vitamin BC-Komplex ja noch besser. Sind das die Tabletten, die so die Farbe vom Schreibtisch haben? Ja, das sind sie. Ja, ja. Was für eine Farbe? So ein, ja, dann so ein helles, ja, Braun. Ja, genau, das sind sie. Ah, ja, das ja, sind sie. Ja. Ja. Haben Sie auch Ärger mit Ihrem Magen? Hören Sie bloß auf. Da wollen wir gar nicht erst drüber anfangen. Oha. Hektonona orba. Gut, sag ich Ihnen. Wirklich gut. Das ist so ein weißes Pulver. Also ich kriegte kein Happen mehr runter ohne Hektonona orba. Hektonona orba. Ah, du fängst wieder an zu schlagen. Ja? Ja. Also das muss ich hören. Ja. Bitte. Ja? Ja, ich hör's. Ich hör's. Sagen Sie, Sie haben doch auch so Ärger mit den Beinen, nicht? Oha. Iodamelis. Das müssen Sie nehmen. Das hilft. Ja, das will ich mir doch gleich mal aufschreiben. Ja. Ja, hier geht das. Mhm. Iodamelis. Iodamelis. Ja, richtig. Ja. Mhm. Da. Melis. Ja. Was habe ich da denn geschrieben? Iodamelis. Ja. Stimmt. Verheiratet? Nee, Witwe. Und Sie? Witwe. Oh. Sie wissen, wie mir zu helfen ist. Sie haben so ein hübsches Lachen. Och, das ist nur ich. Also mir fehlen da hinten ein paar Zähne. Ich habe ja solche Angst vor dem Zahnarzt. Ah ja. Ja, aber Sie haben wirklich ein hübsches Lachen. Ja, so lustig. Lustig? Ich? Also Sie sind der erste Mensch, der mir das sagt, seit mein Karl tot ist. Ja, und seit meine Inge gestorben ist, hat auch kein Mensch mehr so nett für mich gelacht. Inge? War sie hübsch? Oh ja. Hier habe ich noch ein Foto. Oh nee, bitte nicht. Oh, entschuldigen Sie, aber ich wollte Sie nicht ärgern. Das haben Sie doch auch nicht. Das ist nur, ich mache nicht gern Bilder von toten Menschen sehen, nicht? Ja. Sehen aus wie lebendig und sind doch tot. Ja. Ich mache Sie so gern reden hören. Können Sie mich denn hören? Was? Ja, Sie sind doch taub, haben Sie doch gesagt. Ja, sicher, aber ich glaube, ich kann schon so ein bisschen besser hören. Ja. Ach.
schön. Ach, bitte, bitte sprechen Sie doch weiter. Ja, denn... Ja, ja, mal weiter. Mir fällt so schnell nichts ein. Oh, irgendwas, ja. Ganz egal, ein Gedicht oder ein Lied, ja. Was Sie wollen. Ja, singen Sie doch was. Singen? Ja. Oh. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Oh, schön, der schön. Ich kann Sie sogar von hier gut hören. Wirklich? Ja. Was für ein Glück, nicht? Ja. Ja. Schön. Ja. Wissen Sie, ich habe im Haus noch solche Hand aus Ton, wenn Sie die haben wollen. Entschuldigen Sie bitte, aber das Gefühl, wieder ja, was zu hören. Ja, und mein Herz schlägt ja. Auch wieder. Das ist wie ein Wunder. Und, ja. Und mir ist ganz warm. Ja, ja, das ist gut. Mhm. Ist gut. Na ja, ist ja auch Frühjahr, nicht? Alles wird wieder so schön grün und der Himmel ist so blau. Ach, blau. Ja. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ja, meine auch. Mhm. Am liebsten hätte ich zu Hause alles in Blau. Mhm. Aber Volker, mein Junge, naja, die Kinder. Oh, ach ja, das Frühjahr, ne? Ja, und die Sonnenuntergänge werden wieder so wunderschön. Ja, so richtig südländisch, ne? Ja, ja, richtig orientalisch. Ja. Mögen Sie denn Orient? Ja, ich weiß nicht. Ich habe nur immer Sehnsucht nach dem Süden. Ah ja, ja. Oh, ja. Hier, Bergkristall. Also ich für meinen Teil, ich bin ganz verrückt auf Bergkristall. Ja, ja, ich habe zu Hause eine Lampe. Mhm. Ja, die hat einen Fuß aus Bergkristall. Oh. Wunderschön. Mhm. In meinem Schlafzimmer. Och, Sie. Entschuldigen Sie. Ist schon gut. Och, hier. Ja. Hier zwischen eine Rose. Oh. Leider vertrocknet. Ja, ich weiß nicht, vertrocknete Blumen, die haben sowas an sich, ne? Ja, ja. Der Nächste, bitte. Oh ja, Herr Doktor, das bin ich. Das bin ich. Oh. Iodamelis. Iodamelis. Drinol. Drinol. Gewe Calcium. Gewe Calcium. Hectonona orba. Hectonona orba. Ich heiße Lieselotte. Ich Walter. Sie dürfen Liese zu mir sagen. Walter. Iodamelis. Iodamelis. Und Herren, Sie haben nur die Witwe Olkers und Herrn Johansen kennengelernt. Mein Kollege Dr. Hartmann hat recht, den beiden fehlt nichts. Absolut nichts. Medizinisch, technisch, wenn Sie wissen, was ich meine. Ein Jahr länger in dem Zustand, in dem Sie waren, ehe Sie sich kennengelernt haben, und Sie wären tot gewesen. Und warum? Herz, Magen, Leber und was weiß ich. Und dabei braucht mir bloß zu fragen, sind Sie einsam? Haben Sie Kummer? Ja, und was habe ich gemacht? Bei dem nächsten Besuch von Frau Oelkers, da habe ich ihr dann gesagt, dass sie die Medikamente so einnehmen soll wie immer. Und dann habe ich so ganz nebenbei gefragt, was sie denn wohl mit Herrn Johansen angestellt habe. Ich, fragte sie. Ja, Sie. Ja, der Mann ist ja total verrückt nach Ihnen. Er hat zu mir gesagt, wenn ich die Frau nicht kriege, dann drehe ich durch. Aber Herr Doktor, sagte sie, damit habe ich doch nichts zu tun. Ja, und dasselbe habe ich Herrn Johansen erzählt. Naja, bei dem war es allerdings etwas schwerer. Ich, alter Krüppel, ich soll der Frau den Kopf verdreht haben. Wie können Sie sowas sagen? Ja, hatte ich geantwortet. Die Frau ist ganz verrückt nach ihren Augen, nach ihren Händen, nach allem. Ja, und von diesem Augenblick an fing es an, in den beiden zu wirken. Und besser als jede Medizin. 4 Wochen später, im Mai war es, warm just diese Nacht des Mais wie Juli. Da passierte dann dies in der Wohnung von Herrn Johansen. Hm?
Also ich kann das immer noch nicht glauben. Was? Ja, das alles hier. Das sieht ja beinahe aus wie auf dem blauen Bazar. Bin schon ganz benommen. Oh, da gewöhnst du dich schon dran. Ich jedenfalls mach's leiden. Vater, was ist los mit dir? Vor 10 Tagen hast du angefangen, hier alles in Blau zu machen. Ja, die Wände, Lampen, die Vorhänge, blaues Telefon hast du hier bestellt. Und nur auch noch den Fernseher. Vater. Das sieht doch nicht gut aus. Nee. Ja, bist du denn ver... Vater, tu was Rotes oder Gelbes rein. Mein, zahlt sogar du in Blau, wie so ein Playboy. Ja, was ist los mit dir, Vater? Kennst du nicht den Spruch vom alten Fritz? Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. So eine gute Nacht, mein Junge. Ich geh noch nicht. Volker, du lässt dieses Mädchen nicht warten, du interessierst dich doch für sie. Interessieren, ey? Ja, wie meinst du das? Naja, wie sie eben Mann für eine Frau interessiert. Ja, nun mal los, mal los, mal los. Hey, hey. Das klingt ja beinahe, als wenn du mich loswerden willst. Aber Volker. Ja. Du, und das war doch überhaupt deine Idee, dass ich mich heute Abend mit dir treffen soll. Ja und? Wenn du zu dösig bist, ich kümmere mich eben um dich. Ah. Volker, dieses Mädchen ist doch ein Schmuckstück. Vater, ich will das nicht. Ja. Nächste Woche wollen wir unsere Praxis aufmachen. Nächste Woche ist nicht heute Abend. Oh, Volker, was für eine Nacht. Was für eine Nacht. Oh. Ja, was ist mit der Nacht? Ach, du, diese Nacht, Volker. Vater, was ist mit deinen Augen? Du fühlst dich doch gut. Ich fühle mich wie ein junger Gott. Mit meinen Augen, da blicke ich. Ach, was für eine Nacht. Ich muss bloß immer daran denken, dass ich morgens um 7 aufstehen muss. Na, morgen doch nicht. Recht hast du. Morgen muss ich schon um 6:30 hoch. Ja, kommen noch ein paar Sachen für unsere Praxis. Ja und? Als ich in deinem Alter war, bin ich ganz ohne Schlaf ausgekommen. Ja, Volker, dieses Mädchen ist doch so schön. Vater, wir werden zusammenarbeiten. Ja und überhaupt, letzten Sonntag sind wir doch erst mit ihrem Motorroller aufs Land gefahren. Ah, aufs Land. Überall Blumen. Zu schön. Ja, zum Verrücktwerden war's. War ja beinahe mehr los als auf dem Jahrmarkt. Ja und? Aber das Land. Aber das Land? Ja, für Kaffee und Kuchen musst du anstehen. Ja, und von deinem Land kriegst du meistens gar nichts zu sehen, weil da überall die Autos aus der Stadt stehen. Ja, aber Volker, die Luft. Und denn so ein Mädchen, du. Vater, zum letzten Mal. Sie ist meine Partnerin, verstehst du? Partnerin. Ja. Ich interessiere sie mich als Mann und sie mich nicht als Frau. Geschäft, verstehst du? Volker, sie ist doch so hübsch. Du, diese Taille, diese süßen Arme, du. So, hat sie süße Arme. Hat noch gar nichts von gemerkt. Habe ich auch keine Zeit für, ich habe zu tun. Na ja, wenn du arbeiten musst, dann lass das schon. Ich gehe schon. Ja, Johansen hier. Ach so. Ja, verstehe. Ja, natürlich. Einen Moment bitte, ja. Dein Geschäftspartner. Oh, danke. Ja, hallo? Ah. Ja, ich komme gleich. Ja, in 10 Minuten ungefähr. Was hat deine Mutter? Sie hat uns Karten fürs Kino besorgt. Ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, ins Kino zu gehen. Ah. Offizier und Gentleman. Ja, vielleicht können wir die Karten zurückgeben. Ja. Was? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Moment mal. Was denn du schon wieder? Sag mal, was bist du bloß für ein Mensch? Diese gute Frau besorgt euch diese Karten. Geht krank, wie sie ist. Den weiten Weg. Nicht einmal, nee, zweimal. Hä? Na ja, hin und zurück. 2-mal Parkett, bitte. Und dann die Freude, als sie die Karten gekriegt hat. Und nur sowas, du, das ist ein Verbrechen, so mit so einer armen kranken Frau umzugehen. Vater, wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich arbeiten muss? Du, das gibt Dinge, die wichtiger sind als arbeiten. Ja, aber... Arbeiten. Ich sag dir bloß so viel. Wenn du dich diesen Film nicht ansiehst, ist es aus mit uns. Siehst du mich? Aus! Diese arme, kranke Frau und du, ich muss arbeiten. Moment. Ja. Ganz ruhig, Vater, ganz ruhig. So, nun komm und setz dich. Langsam, so, ja. Och gut. Ist so alles wieder gut, Vater. Hm? Entschuldige bitte, aber mit meinem Vater war was.
Nein, nein, nicht krank. Ja, zum Teufel, wir gehen in diesen Film. Auf dem Weg könnt ihr euch ja über Arbeit unterhalten. Ja, ja, ich komme gleich. Die Lieferfristen? Oh, so 30 bis 40 Tage, glaube ich. Nee, nee, du. Rabatt gibt die Firma nicht. Du, aber dafür sind die Geräte wirklich spitze. Ja. Ja, finde ich auch. Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Es war schon immer etwas teurer, gerade du. Ach, Vater. Ja, wir schnacken gleich darüber. Was hast du? Kopfschmerzen? Das ist doch kein Wunder bei diesem dauernden Hin und Her. Ich kriege auch schon Magengeschwüre. Magengeschwüre? Was macht deine Mutter? Aerobik? Junge. Und was ist mit ihrem Herzen? Ja. Ja, finde ich auch. Besser Aerobik als tot, ja. Ja. Ja, bis gleich. Das ist ja komisch. Vor ein paar Tagen wollte sie noch sterben. Und nun macht sie Aerobik. Du, also dieser Dr. Bold muss wirklich gut sein. Gut. Er ist der Beste, mein Junge. Der Beste. Ach, wo wir gerade von ihm reden, kann ich dich auch wirklich alleine lassen. Ja, warum wohl nicht? Na ja, vor ein paar Tagen hast du noch gejammert, wenn ich dich auch bloß 5 Minuten allein gelassen habe. Die Zeit, mein Junge. Und Dr. Bold, das sind die besten Ärzte. So, nur viel Vergnügen. Ja, ja. Tja. Was machst du denn da? Ich? Wo kommst du denn her? Doch ein Schornstein. Oh, hör doch auf. Ja, sag mal, Vater, was ist los mit dir? Was soll mit mir los da? Sag mal, bist du das? Was? Das riecht hier ja wie im Blumenladen. Ach, du meinst mein Parfüm gut, was? Parfüm? Tja. Mein Vater. Na ja, meine Klamotten, die haben so nach Mottenkugeln und. Guck mal, da habe ich mir die hier gekauft. Blue Spring. Hä? Ja. Blauer Frühling. For men only. Ey! Sonderbar. Alles hier in Blau? Badet in Parfüm? Beim Friseur bist du heute von ganz allein gewesen. Ja, und dann bist du heute die Treppen raufgelaufen wie so ein junger Kerl. Sogar gepfiffen hast du dabei. Ja, und? Ja, was ist mit deinem Bein? Vor ein paar Tagen konntest du meist nicht krauchen. Du, ich hab dir doch schon ein paar Mal gesagt, dass es mir besser geht. Gediegen. Wirklich gediegen, das alles. Aber warum bist du denn aber wieder hier? Du musst doch schon längst unterwegs sein. Ach, ich hab mein Portemonnaie vergessen. Ah, warte mal, mein Junge, da kann ich dir mal helfen. Ja, bitte. So, und du siehst zu, dass du loskommst. Ich danke dir, Vater. Ach, kriegst morgen wieder, ne? Kannst du behalten. Ja? Kannst du behalten. Aha. Sag mal, Vater. Ja. Wie heißt auch dein Parfüm? Blauer Frühling. Lach, du Mann. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. So. Ah ja. In den Himmel hinein, in den Sieben. Meine liebe Frau Oelkers, das Leben. Ja, das Leben ist der Zwischenraum, der zwischen zwei Eintragungen im Zivilregister existiert. Richtig, ja. Oh, ja, Moment. Ja.
Ja, ich komme ja schon. Ich fliege. Bin schon da. Gefällt es Ihnen hier nicht? Oh, doch, doch. Ja. Mir war nur im ersten Augenblick ein bisschen schwummerig. Also. So viel Blau. Nein, gefällt mir wirklich. Ja. Aber warum haben Sie das gemacht? Weil Sie mir gesagt haben, dass Blau Ihre Lieblingsfarbe ist. Mhm. Und dass Sie so vernarrt sind in den Orient. Ach ja. Die Sehnsucht. Ach ja, die Sehnsucht. Ach, möchten Sie sich nicht bitte setzen? Ich weiß nicht, gehört sich das denn? Ja, aber Frau Oelkers. Oh. Pardon, Liese. Mhm. Ja, mir gefallen Menschen, die sich nicht gleich beim ersten Mal hinsetzen. Sind wir? Allein ja. Kann ich? Mir vertrauen, aber Liese. Ja, morgen werde ich... Ach, morgen ist morgen, heute ist heute, morgen ist ein ganz anderer Tag. Ach, schön. Was? Schön, dass Sie das gesagt haben. Was denn? Na, dass morgen ein anderer Tag ist, aber ich wollte sagen... Was Sie wohl morgen von mir denken, Walter? Aber Liese, wir sind zwei erwachsene Menschen. Ja, eben, deswegen ja gerade. Dies ist das Haus von einem Mann. Ja. Ach, wenn mein Mann mich hier so sehen könnte. Ja. Er war immer so rechtschaffen. Aha, aha. Walter, Sie müssen mir helfen, dass ich ihn nicht vergesse. Ja. Es muss so sein, als ob er hier ist, hier bei uns, Walter. Ah ja, wir drei also. Nein. Sie Dummbüdel, wir vier doch. Ja. Ihre Frau ist doch auch noch da. Ja. Sie war gewiss wunderbar, nicht? Sie war ein Engel. Ach ja? Ja, sie hat genäht. Gut. Na, sie hat weiter nichts gemacht, morgens, mittags und abends. Und was glauben Sie wohl, hat sie gemacht, wenn sie nachts mal aufwachte? Aber Walter. Sie hat genäht. Na, ja. Was für eine Frau. Tja. Von nun an werden wir vier immer zusammen sein, Walter. Ach ja, das ist ja... Was macht Ihr Herz? Mein Herr? Ja? Oh, danke. Dem geht's gut. Ja. Ja, das kann gar nicht besser sein. So. Ja, Walter, seit einigen Tagen geht mir das richtig gut. Oh, Rosen. Ja, ich habe sie extra vertrocknen lassen. Sie sind ein Engel, Walter. Ja, das war gar nicht mal so einfach. Nee, Volker wollte sich schon vor ein paar Tagen rausschmeißen. Nein. Ja, das hat einen richtigen lütten Streit gegeben zwischen uns. Hm? Ich bin pervers, hat er gesagt. Also, ja, das ist beinahe wie mit dem Besäß. Besäß? Ja, Walter, also früher, das war richtig schrecklich. Wenn ich einen Jipper hatte auf Besäß und ich habe keinen bekommen, denn bin ich in Ohnmacht gefallen. Nee. Doch. Sie sehen, ich habe auch so meine Mucken. Aber dafür kann ich gut kochen. Ich bin eine gute Hausfrau. Ach ja, geht ja nichts über ein gemütliches Zuhause, nicht? Ja, ja. Aber das Blau hier und der ganze Orient, ich muss mich erst mal hinsetzen. Ach ja, bitte hier aufs Sofa. Aber Walter, glauben Sie denn, ich gehöre zu den Frauen, die sich gleich aufs Sofa setzen? Ach. Nein, hier, der Sessel, der langt mir. Ja, natürlich, ja. Natürlich. Oh Mann, oh. Blauer Frühling! Ach, oh, was für ein Glück, ich hab schon gedacht, Chloroform! Ja. Gesundheit! Oh, Walter, das kann ich nicht, ab. Was? Das kann... Es tut mir leid. Okay, na. Nee, alle. Ja, Liesel, möchten Sie denn was trinken? Ach, Walter, ich weiß nicht so recht. Aber wir müssen das doch feiern, dass Sie heute bei mir sind. Walter, glauben Sie, dass ich nun öfter kommen darf? Oh, Liese, das möchte ich aber wohl glauben. Das wäre doch zu schön. Ja. Liese, wenn Sie hier wären, da würde ja wunderbar. Oh, oh. Oh, Gott. Oh, Walter, Champagner. Ja, oh, danke schön. Oh nein, Walter, Champagner kann ich nicht trinken. Der ist so unmoralisch. Liese, dieser doch nicht. Das ist doch vom Supermarkt. Ja, Hausmarke. Sack. Das heißt trocken. Ach, Walter, wenn er trocken ist, dann kann ich ihn ja auch trinken, ja. Nicht? Hier, ab, na. So, sehr zum Wohl. Sein? Ah.
Champagner. Es ist lange her, dass ich mal Champagner getrunken habe. Ja. Als mein Mann noch lebte. Ach, Liese, nun lass uns doch nicht von so traurigen Sachen reden. Ich bin ja so froh, dass Sie hier bei mir sind und mit mir Champagner trinken. Ja. Mir wird schon ganz schwummerig von dem einen Glas, Walter. Ja, ist doch gut so. Noch eins? Also, Walter, Sie haben eine Art, da kann man einfach nicht Nein sagen. Warum immer Nein sagen, Liese? Ja. So. So. Oh, danke, Walter. Auf Sie. Nein, Walter, auf uns. Hä? Vier. Ah, ja. Oh nein, Walter, ob das nicht schädlich ist für den Magen? Ja, aber dieser Shampoo ist doch nicht der. Warum sagen Sie das, Walter? Ja, weil das so ist. Nee, ich hab das deren gemeint. Sie sind doch nicht deren, Liese. Walter, was glauben Sie wohl, wie alt ich bin? 50. Och, Walter. Ja, aber Moment, aber höchstens 54. Och, Walter, Sie sind ein alter Charmeur. Nein, ich bin schon zwar bei 61. Das ist ja nicht zu glauben. Doch, ich bin 61. Und im August werde ich 65. Das sieht man Ihnen aber wirklich nicht an, ehrlich. Ehrlich? Ja. Also ich habe immer gedacht, ich sehe viel älter aus. Älter, aber Liese, das Leben... Ja. Ist der Zwischenraum, der zwischen zwei Eintragungen im Zivilregister existiert. Aha. Ja. Und was ist mit der Liebe? Dafür ist es nie zu spät. Oh, Walter, nun könnte ich noch ein Champagner brauchen. Selbstverständlich. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Oh, Liese. Hm? Liese, Sie haben sowas in Ihren Augen. Ach, ist da was drin? Ja. Ah, so ein besonderer Glanz und so ein Feuer. Sie sind richtig hübsch, Liese. Oh, Walter, danke. Walter, sagen Sie mal, ist heute nicht der 20. Mai? Jeder Tag, den Sie wollen. Heute vor vielen, vielen Jahren habe ich meinen ersten Kuss bekommen. Von Ihrem Mann? Ach, was? Den ersten Kuss kriegt man doch nie von seinem Mann. Oder höchstens nur dann, wenn man nicht richtig tickt. Was? Also, ich bin mit meinen Eltern zum Ball gegangen. Ja. Ich gehe eine Treppe hinunter. Marmor? Ja, woher wissen Sie das? Also, ich gehe die Treppe runter und auf einmal geht das Licht aus. Ach. Ja, und da hat mich doch einer umgefasst und hat mir einen aufgedrückt. Nee. Doch, Walter. Ja. Könnte ich nicht noch ein Champagner haben? Was für eine Frage. Selbstverständlich. Ach, ja. Doch. Ja. Bitte schön. Danke, ja. Walter. Ja. Ach, Liese. Prost. Prost, Walter. Warum machen Sie das? Ist das nicht schöner so? Gut, ja, wenn Sie meinen. So, Walter. Ja. So. Und nun erzählen Sie mal so ein bisschen von sich, nicht? Oh, Liese. Tja. Ja, Liese, da. Ja, da. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Mhm. Ich hab eine gute Rente. Wie viel? Das langt. Oh, nun ziehen Sie sich doch nicht so. Wie viel? Das langt. Ja, ich hab ein kleines Appartement in Spanien. Costa Brava. Oh, schön. Und noch schöner wäre es, wenn wir da nur wären. Ja. Die warme Nacht, der Strand. Oh, schön. Ich kann auch ein bisschen Spanisch. Ja? Olli! Ja, ich war ein paar Mal mit Mariano und meinem Mann in Spanien und da... Oh, Entschuldigung, Walter. Aber Liese, mach doch gar nichts. Mach doch überhaupt nichts. Liese? Ja? Ich habe so das Gefühl, dass wir beide viel gemeinsam haben. Ja, Walter, ja, das habe ich auch. Walter, was ist? Mögen Sie auch so gern Spiegelei und Spinat? Liese, dafür lasse ich alles stehen. Hm. Ja.
Oh, schön. Darf ich? Oh, ja, natürlich, Walter. Aber erst müssen wir noch mal anschauen. Ja, natürlich. Das ist doch selbstverständlich. Bitte schön, Lise. Danke, Walter. Ich glaube, ich habe ihr Glas erwischt. Ah, Lise, ich habe ihr Glas erwischt. Auf Sie. Nein, Walter, auf uns. Auf einen Mann und eine Frau. Ja, so ist es. Oh, Walter. Oh. Sie fühlen sich doch gut. Walter, ich habe mich noch nie im Leben besser gefühlt. Wo sind Sie da? Ja. Ach, Walter, ist das schön. Ach, wunderschön. Tadin. Walter! Nein, Sie meinen das doch ehrlich mit mir. Ich bin doch nicht nur ein Flirt für Sie, nicht? Lise, ich will tot umfallen, wenn's so ist. Oh, Walter, Ihre Augen. Diese Art zu gucken. Oh, Lise, Sie sind eine tolle Frau. Eine Frau, die durch den Tod Ihres Mannes... Ihres lieben Mannes. Oh, lieb Mann, er war der langweiligste Kerl von der Welt. Wir haben doch gesagt... Ach, was, 20 Jahre habe ich mich gelangweilt, Walter. Niemals zum Tanz. Ja. Kein Theater, kein Kino, nix, gar nix. Immer nur Fußball. Oh, Walter... Wie war das langweilig? Och, Sie Arme. Hm. Aber wo wir gerade beim reinen Schiff machen sind, ja. Ich habe mich auch oft über meine Frau geärgert. Hm. Ja, kein Mensch konnte sie so richtig vertragen, aber wie soll ich sagen, sie war eine gute Hausfrau. Ja. Also das war sie nun wirklich. Ja. Und nähen konnte sie. Ach. Über ihr Nähkram hat sie alles andere vergessen. Alter, die Musik ist gleich zu Ende. Geben Sie mir einen Kuss. Was? Sie soll mich küssen! Also entweder Sie küssen mich nur oder ich hau dir an! Ja, ich bin ja schon dabei! Oh, schön! Oh. Lieschen, ich hab dich so lieb, Lieschen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Lieschen, ich will und ich kann nicht mehr ohne dich leben. Lieschen, lass uns abhauen. Wir beiden ganz allein. Ja klar, doch, wir haben doch genug Geld. Lass uns das zusammen auf den Kopf haben. Ja, unsere Kinder kommen auch ohne uns zurecht, nicht? Ja, das waren die auch. Die sollen ihren Weg allein machen. Wir haben ja auch noch ein Recht auf ein paar schöne Jahre, nicht? Oh, wie habe ich dich lieb, Lieschen. Wir sind verrückt, glaube ich, aber schön verrückt. Hast du mich auch lieb, Lieschen? Ach ja, alles dreht sich um mich herum. Ich fliege, ich bin ja so glücklich. Ach. Du, das klingelt. Wie schön. Das klingelt immer noch. Na, du lass mal sehen. Da klingelt. Moment mal. Da. Unsere Kinder liefen. Du, hör auf zu träumen. Ach, du musst dich verstecken. Ja. Was machen wir denn bloß? Walter, mein Walter. Du geh da rein und komm dir hier raus, bevor ich dich... Walter. Ja, versuch einen kleinen Kopf zu kriegen. Ja, ich komme ja. Himmel, das ist doch nicht gut. Ich bin ja schon. Walter, ich bin ja so glücklich. Ich will versuchen, dass ich dir wieder loswerde. Ja, ich bin ja schon. Walter, ich hab dich so lieb. Walter, nun komm. Ja, ich komme. Ja, ich bin ja schon da. Oh Mann. Vater, was ist denn los? Ja, was ist hier denn los, Vater? Ja, mein lieber Volker, was soll hier los sein? Ich bin bloß so ein bisschen eingeschlafen, oh Gott. Ist das Kino denn schon vorbei? Nee. Ja, warum seid ihr denn zurückgekommen? Weil die Eintrittskarten für heute Nachmittag waren. Ach, du liebe Zeit. Ja, macht nichts, Vater, macht nichts. Wir wollen ja nur bloß eine Tasse Kaffee trinken. Wir haben keinen Kaffee. Ja, macht nichts, Vater. Wie wär's mit einer Tasse Tee, Marianne? Ja. Wir haben auch keinen Tee. Dann trinken wir Sekt. Und den haben wir. Na nu, ich hab die Flasche doch vorhin hier gesehen. Das ist ja gediegen. Ja,
Ja, wo ist sie denn abgeblieben, Vater? War das vielleicht diese? Vater, du hast ganz alleine eine Flasche Sekt ausgetrunken. Nee, Sie haben ganz alleine eine Flasche Sekt ausgetrunken. Sie? Vater. Ja, Volker, wie soll ich sagen? Ich habe ganz überraschend Besuch gekriegt. Ach. Dein Onkel Hans. Ah, Onkel Hans. Ja. Aber der ist doch tot. Ja, hab ich ja gesagt. Ganz überraschend. Und dieser Onkel Hans malt sich die Lippen an. Was? Ja, ich hab mich auch gewundert. Vater, ja? Du hast eine Frau hier gehabt in deinem Alter. Volker, hör doch mal zu. Ja, nun komm ich auch dahinter. Deswegen konntest du mich vorhin auch nicht früh genug loswerden, ne? Volker, du bist doch ein Mann. Du wirst doch verstehen. Aber in deinem Alter, Vater. Ach, zum Teufel mit meinem Alter. Ich bin Mann, jawohl. 67, aber noch nicht tot, merkt ihr das? Noch lange nicht tot. Ist sie etwa noch hier? Ja. Wirf sie raus, auf der Stelle. Na, Volker, bitte, geht doch für einen Augenblick mal in Charlies Eck. Ich will nicht, dass ihr sie zu sehen kriegt. Sie ist eine gute Frau, nicht das, was du denkst. Ja. Also das... Nee, Volker. Vater, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ja. Das ist doch meine Mutter! Das ist doch meine Mutter! Der war Mutter! Variantchen! Oh, mein Gott! Ich hab dich so lieb, immer so klug und alle. Du bist ja tun! Schämen Sie sich gar nicht? Warum sollte er denn? Darum bin ich doch hier. Ich wollte mit ihm allein sein, weil ich Lust hatte, mein Kind, weil ich ihn liebe. Oh, Walter, was hab ich dich lieb, du! Freund? Ah, Frau Oelkers! Was ist mit Ihrer Mutter? Wieder dieselben Beschwerden? So, Magen klopft. Hm? Herz schlägt nicht. Was sehen kann sie auch nicht mehr. Ja, nun machen Sie sich keine Sorgen. Ich komme gleich mal vorbei. Gut, bis nachher. Tschö. Ach, Herr Johansen. So, Ihr Vater hat wieder dieselben Beschwerden. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Hm. Magen klopft, ja. Herz schlägt nicht. Beine wie aus Holz, ja. Ja, ich sehe ihn mir gleich einmal an. Gut, bis dann. Schön. Ja. So sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, ne? Ist doch komisch. Warum darf das nicht sein, dass zwei ältere Menschen sich noch mal verlieben? Liebe ist doch immer das Gleiche. Ob sie nur 20 sind oder 70. Naja, und dann noch die beiden Jungen, Volker und Marianne. Also die Inquisitoren damals in Spanien, die waren im Vergleich zu ihnen Engel. Aber sehen Sie mal selber, ne? Ja, vielen Dank, Herr Dr. Wolf, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Er wird gleich vorbeikommen. Ja, wenn es dann mal nicht zu spät ist. Ich glaube, meine letzte Stunde ist gekommen. Ach was? Ja, du bist doch nicht krank. Hättest du sonst wohl den Sekt mit dir trinken können? Ich habe mal bloß ein Glas gehabt. Sieh den Rest. Ja, das ist doch ganz egal. Für so einen Techtelmechtel warst du nicht so krank. Hä? Sie hast du gut verstehen können. Du, ich kann ihn nicht verstehen. Sag mir das ins andere Ohr. Auf dem Fall höre ich doch nichts. Oh, das ist doch Kinderkram. Oh, wenn Mutter das erlebt hätte, würde sie nähen. Ich muss sie wiedersehen, Volker. Ich muss, und wenn es nur 5 Minuten sind. Nein.
Lass mich doch wenigstens mit ihr telefonieren, auch wenn ich nichts verstehe. Nein. Was habt ihr mit ihr gemacht? Immer wenn ich anrufe, sagt ihre Tochter mir, dass sie nicht zu Hause ist. Ich gehe zur Polizei. Ja, das tue ich. Für einen Skandal genügt ihr wohl nicht, was? Tja, all die Leute fragen mich, na, wann kommt denn wohl das Kleine? Ich kann das nicht verstehen, warum dieses ganze Hin und Her um zwei Menschen, die sich lieben. Das ist lächerlich in eurem Alter. Hä? Nee. Du verstehst mich ganz genau. Heute ist Freitag. Volker, ich will dir alles tun, was du willst. Bloß 5 Minuten. Nicht eine Sekunde. Ja, sowas gibt's doch gar nicht. Tja, zusammen verreisen. Sich küssen. Oh, Vater. Vater, was siehst du bloß in dieser Frau? Sie ist alt. Ja, ich doch auch. Und dann diese Augen. Zu klein. Und schminken tut sie sich auch noch in ihrem Alter. 5 Minuten, Volker. Oder sag ihr doch wenigstens, dass sie ans Telefon kommen soll. Nee, und noch mal nee. Und dass du es ganz genau weißt. Sie wird heute noch weggebracht. Wohin? Ja, das möchtest du gerne wissen, was? Sie ist genauso verrückt wie du. Ja. Will nichts anderes als dich sehen. Mit dir reden. Ach, Blödsinn. Wenn ihr sie wegbringt, dann... Was denn? Dann ist das aus. Volker, versteh mich doch. Ihr dürft sie nicht wegbringen. Das liegt nicht an mir. Das ist allein Marianne sagt. Soll die doch zum Teufel gehen. Ich sterbe. Das tust du schon seit 10 Tagen, du. Ja, aber nun ist das soweit. Ich kann dir schriftlich geben. Ich sterbe. Oh, Vater. Vater, wie wär's, wenn du für einen Monat aufs Land gehen würdest? Hm. Ja, Vater. Ein Monat, gute Luft, gesundes Leben. Bei Tante Grete zum Beispiel. Da muss man ja gesund sein wie ein Astronaut, um das einen Monat bei Tante Grete auszuhalten. Ah, ich geh schon. Aua. Das ist Marianne. Ja? Ja. Ja, du willst sie doch sicher nicht sehen. Doch, ich will mit ihr sprechen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Volker. Ich will bloß hoffen, dass sie aufstehen kann. Ja, komm, ich helfe dir. Ja, Moment, ich komm ja schon. So, Vater, und du machst du dich mal noch ein bisschen frisch, ne? Für dich? Habe ich überhaupt 2 Beine? Ja, Vater, hast du. Ich fühle man bloß 1. Ja, nun ja. Geh mal, du mach mal auf, ich schaff das schon alleine. Ja, meinst du? Auf ein Bein? Ja. Oh Mann, was für Kinder. Oh, nee. Hallo, Marianne. Ja, komm rein. Tür auf. Uiuiui. Na? Wie geht's deiner, oder? Oh, frag mich nicht. Sie will sterben. Allein. Sie hat sich Reiseprospekte angeguckt. Mit der Lupe, kann ja nicht sehen. Das Herz steht alle Augenblick still. Und nur hat sie auch noch Asthma. Ich halte das nicht mehr aus. Hast du eine Aspirin für mich? Ja, Moment. Nee, bloß eine Soliton. Oh nee, du, die hauen mir immer so auf den Kreislauf. Du, das macht doch nichts. Dann nimm noch eine Zentramin. Und dann geht er schon wieder. Na gut. Wir bloß hoffen, dass ich dann heute Nacht schlafen kann. Ach, nichts leichter als das. Hier, bitte. Nimm eine Quadronox und morgen früh eine Zentramin. Dann geht er schon wieder. Ach, wo waren wir stehen geblieben? Ich das vergesse. Wir haben die Erlaubnis vom Amt gekriegt, dass wir mit unserer Paxris anfangen können. Na, klasse. Ach so, ja. Könnte richtig schön sein, ja. Wenn die beiden Alten nicht wären. Stell dir vor, er hat meiner Mutter heute eine Karte geschrieben. Was? Tja, ja. Ist besser, du behältst sie. Tja. Meine Liebste, sie lassen mich nicht zu dir. Aber ich liebe dich, wie ich dich an dem Tag geliebt habe, als ich dich bei Dr. Boll traf. Und wie ich dich immer lieben werde. Ich küsse dich, mein Täubchen. Dein Täuberich. Wie kann's bloß angehen? Je oller, je doller. Ja, nicht zu glauben. Du, und was sagt deine Mutter zu diesem Blödsinn? Blödsinn? Ja. Sie glaubt daran. Sie ist verrückt. Ja, das ist sie. Stundenlang sitzt sie da und riecht an so einem Parfüm. Blue Spring.
Woher weißt du das? Ja, blauer Frühling. Scheint so, als wenn sie das glücklich macht. Auch wenn sie dauernd niesen muss. Das erinnert mich an meinen Walter. Oh, wenn du das hören würdest. Mein Walter. Sie hat mich gebeten, dass sie ihn sehen kann. Wenigstens 5 Minuten. Und ihre Stimme gebibbert hat. Lass mich ihn sehen. Und in diesem ihn, also ich habe nicht geglaubt, dass man in ein Wort so viel Gefühl reinpacken kann. Das ist dasselbe mit ihm. Tja, hier. Hier. Lies mal, was deine Mutter meinem Vater geschrieben hat. Sie ihm? Tja, ich habe den Brief gestern in so einem Buch gefunden. Zusammen mit so einer vertrockneten Blume. Können mich Kugeln vor lachen, du. Und das mit 65. Mein Schatz? Ja gut, ne? Mein Schatz zu meinem Vater, du. Ich kann nicht schlafen. Ja. Ich würde dich gern bei mir haben. Ja, mein Alten, du. Ja. Leise bin ich aufgestanden. Du Liebster meines Lebens. Du Liebster meines Lebens. Ich schreibe im Dunkeln, weil ich nicht von Marianne gestört werden will. Ich liebe dich so sehr, ich arme, alleingelassene, aber verliebte Frau. Verliebte Frau, die jetzt gern in deinen starken Armen wäre. Starke Arme, du mein Vater, du. Von dir fühle ich mich beschützt. Ich weiß, dass du um unsere Liebe kämpfen wirst. Für die Hoffnung unserer Liebe lohnt es sich zu leben. Ich weiß, dass ich für diese Liebe sterben könnte. Ich liebe dich. Ja, weil, hör mal zu. Schatz, ohne dich will ich nicht leben. Ich bin nur dein. Wie so ein junges Mädchen. Ne? Ich küsse dich, dein Lieschen. Ich küsse dich, ja. Dein Lieschen. Nun langt das aber. Ja, sag mal, was ist denn mit dir los? Ich finde das nicht zum Lachen. Ja, was ein Wunder. Ist ja auch deine Mutter. Nee, das ist eine verliebte Frau. Oder so lächerlich. Lächerlich? Ja, na klar. Sag mal, würdest du sowas schreiben? Ich habe sowas noch nie geschrieben. Ja, ist keine Antwort. Würdest du sowas schreiben? Nein. Na also. Was sind wir bloß für Menschen? Hä? Vor nichts haben wir Achtung, vor gar nichts. Wir wagen das, über zwei Menschen zu lachen, die sich lieben. Wir, die wir überhaupt nicht wissen, was Liebe ist. Ja, für uns gibt das doch nur Kameradschaft, Partnerschaft. Also ich verstehe immer bloß Bahnhof, du. Guck dir uns beide doch an. Wir denken doch nur an unseren Job, an unsere Praxis. Dübel noch mal. Das ist auch richtig so. Wir müssen auch Geld verdienen. Wofür? Na, für... Also du sag mir bloß nicht, dass du diesen Brief... Was ich mich frage ist, sind wir das nicht, die falsch rumdenken? Ist so eine Liebe nicht viel wichtiger als unsere Praxis und all das Geld, das wir verdienen können? Aua, aua, aua. Sag mal, Volker, wie sehe ich eigentlich aus? Hä? Wie ich aussehe, will ich wissen. Dir fehlt doch nichts, hm? Sehe ich gut aus oder schlecht? Bin ich hübsch oder hässlich? Bin ich groß oder lütt? So mittel, glaube ich. Was ist mit meinen Beinen? Gut. Zwei Stück. Zwei Stück? Oh Mensch, was bist du bloß für ein Bild, Mann? Über Marianne. Über einen Monat sind wir jetzt Tag für Tag zusammen. Und du weißt noch nicht mal, wie ich aussehe. Volker, was bin ich für dich? Du bist ein feiner Kumpel. Kumpel? Oh, du hast in den 4 Wochen noch nicht einmal was getan, dass ich dir eine runterhauen könnte. Kumpel! Das ist alles Blödsinn. Blödsinn? Oh, bei dir bin ich so sicher wie in der Bank. Oh, du fühlst doch nur was, wenn du an deinen verdammten Massagenkram denkst. Aber mein Bein. Du, Marianne. Ach, da ist mein Motorroller ja besser. Ja, da brauche ich bloß so zu machen, denn springt er an. Jawohl, der springt an mit diesem Bein. So muss das auch sein beim guten Motorroller. Was hältst du von meiner Taille? Hier, ja, das ist sie. Nicht schlecht, was? Nö, glaub nicht. Ich glaub nicht. Ja, wo fasst du mich denn immer um, wenn du hinter mir auf dem Motorroller sitzt? Hm?
Na hier. Oh, wie so ein rohes Ei. Hast du ja wohl Angst, dass ich kaputt gehen könnte, was? Also so habe ich das noch nie gesehen. Und da hatten wir auch gar keine Zeit für. Nein, hatten wir nicht. Als ich das vorhin gelesen habe, da bin ich auch mal richtig traurig geworden. Wegen deiner Mutter, ne? Nein, wegen mir. Wegen dir. Wegen all denen, die das nicht mehr können. So was Schönes schreiben. Und du gib das doch zu. Du hast dich darüber geärgert, dass ich über deine Mutter gelacht habe. Oh, du hast nicht über meine Mutter gelacht. Du hast über eine verliebte Frau gelacht. Ah, und warum hast du über einen verliebten Mann gelacht? Ich? Über meinen Vater, ja. Ich hab nicht gelacht. Ach nee? Meine Liebste, mein Täubchen. Und hast du nicht gelacht, was? Wenn ich gelacht habe, dann ganz bestimmt nicht über das Gefühl. Ach, so ist das. Du darfst über meinen Vater lachen, aber ich nicht über deine Mutter. Ach. Das geht hier nicht um deinen Vater und meine Mutter. Ja, warum denn? Um zwei Straßenbahnen? Oh, ich halte das nicht mehr aus. Du immer mit deinen blöden Witzen. Unsere Beziehung wird von jetzt an rein geschäftlich sein. Verstehst du mich? Rein geschäftlich. Was anderes kommt nicht in Frage. Ja, wer wollte das denn? Ach, du versuchst das ja nicht mal. Du versuchst ja nichts. Da bist du ja viel zu bösig für. Ja. Oh, und wenn's so wäre, würde ich dir das nicht erlauben. Ja, was denn? Das, was du nicht mal versuchst, du Kumpel! Also sag mal, seid ihr denn nur alle verrückt geworden? Ich bring meine Mutter weg. Weit weg. Dahin, wo sie nicht mehr so was Schönes schreiben kann. Ich will wie eine Frau behandelt werden, verstehst du mich? Wie eine Frau! Klar, Marianne, klar doch. Was würde ich dafür geben, einmal so eine Dummheit zu machen? Ja, aber... Och, nicht mit dir. Bild dir bloß nichts ein. Mit dir kann man ja bloß arbeiten. Oh, Marianne, ganz ruhig. Oh. Oh. Hallo, Frau Neukers. Lass mich jetzt auf! Ja! Wow, ich störe wohl, was? Nee. Gut, dass Sie da sind, Herr Doktor. Ach, bitte, kriegen Sie doch meinen Vater wieder hin. Er ist auch ganz und gar... Ja, haben Sie denn Streit gehabt miteinander? Marianne? Ja. Ich weiß auch nicht, was mit ihr los ist. Hat die ganze Zeit über bloß dummes Zeug geredet. Verstehe das, der Teufel. Ach, wissen Sie... Frauen kann man nicht immer verstehen. Ja. Man muss sie mögen. Lieb haben. Ja, und wenn das so nicht ist? Heiraten. Das andere findet sich. Ja, aber wir haben noch ein Geschäft zusammen. Ja, und was sollte daran stören? Aber darum bin ich nicht gekommen. Was ist denn nun mit Ihrem Vater? Hm? Ja. Ich hole ihn, ne? Ja. Papa? Ja? Ja, Dr. Bold ist da. Ja, ich möchte gern allein mit ihm sein. Ach so, ja. Ja, dann entschuldigen Sie mal, ne? Tschüss. Tschüss. Oha. Ach, Herr Doktor. Hey, Johann. Fühlen Sie sich denn stark genug, sich in den Sessel zu setzen? Oh ja, das schaffe ich schon. Nee, da, ne? Da ganz ja. Oben. Ich weiß alles, Herr Johansen. Alles. Ja. Ja, Doktor, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Diese Frau da fehlt mir gar nichts. Ich kann hören, ich kann laufen, ich fühle mich wie ein junger Gott. Sie lieben sie, nicht? Tja, wenn ich nur ja sagen würde. Ja, was ist mit ihr? Dasselbe. Na, das ist doch wunderbar. Was wollen Sie denn noch? Ja, Herr Doktor, unsere Kinder, die wollen nicht, dass wir uns treffen. Nein. Die lachen uns aus, wie alle anderen Leute auch. Wir sind verrückt, sagen sie. Ich fühle mich wie ein Verbrecher, der was ausgefressen hat. Ja, und wie soll es nun weitergehen? Tja. Mein Sohn hat ja wohl recht. In meinem Alter ist ja wohl lächerlich. Was ich nun brauchen könnte, das wäre eine Medizin. Ja. Ja,
Also, das Beste wäre, Sie bestellen sich schon Ihr Grab. Ja, aber Herr Doktor! Dann suchen Sie einen schicken Sarg aus, ne? Ist das so schlecht um mich? Ach, was, Sie haben überhaupt nichts. Aber wenn Sie so weitermachen, dann sehe ich schwarz, ne? Was möchten Sie, dass ich Ihnen verschreibe? Hm? Ja, nur das Penicillin? Ja, die meisten Toten sind vollgestopft mit Penicillin. Ich will eine Medizin, die mir hilft. Die Medizin heißt Lieselotte Oelkers. Wollen Sie damit sagen? Ja, das will ich. Sie sind nämlich an der Reihe. Zusammen mit ihr können Sie noch viele Jahre leben. Ohne Frau Oelkers haben Sie, naja, vielleicht noch ein Jahr. Aber was soll ich machen? Kämpfen? Kämpfen? Das ist doch so, Herr Johansen. Wenn man im Leben keinen Sinn mehr sieht, dann macht man auch nicht mehr. Ja. Ne? Und darum sage ich Ihnen, kämpfen Sie. Holen Sie sich diese Frau. Ja. Ja. Aber die Kinder? Ja, und? Die beiden können Sie nicht verstehen, weil sie Ihre Eltern sind. Sie können einfach nicht begreifen, dass ältere Leute genauso fühlen können wie Sie selber. Ja, ja. Ich habe richtig Angst vor meinem Sohn. Ich kann auf all seine Fragen nicht antworten. Holen Sie sich diese Frau. Sie haben sie eingesperrt. Oh Gott, das gibt es doch wohl nicht. Ja, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wollen Sie? Ja oder nee? Ja. Naja, Penicillin. Nein, Herr Doktor, ich will ja. Könnten Sie sich vorstellen, sie zu heiraten? Ob ich mir das vorstellen kann? Och, Herr Doktor, stell mir ja schon gar nichts anderes mehr vor. Dann werde ich Ihnen dabei behilflich sein. Naja, muss ich doch. Ist doch meine Pflicht als Arzt, ne? Ja, mein Sohn, der wird Skandal machen. Aber ich muss erst mal mit Frau Oelkers sprechen. Ja, das steht ein Telefon, Herr Doktor. Ja, aber wir drei, wir müssen uns einig sein, ja? Ja, ja, ich weiß, Herr Doktor. Ja, nur Kopf hoch, ne? Ja. Brust raus. Ja. Bauch rein. Ja, ja, oh. Ja, das sieht doch schon besser aus. Wissen Sie, der einzige Unterschied zwischen Ihnen und Ihrem Sohn ist, dass er ein bisschen später auf die Welt gekommen ist. Ja, ja. Ja, aber die Augen. Ja, was mit den Augen, Herr Doktor? Ja, da muss Leben rein. Was sehen Sie? Feuer. Ja, und die Haare. Mal Zeit und der Bart, ja. Nicht? Ja, nun kämmen Sie sich mal und schneiden sich den Bart, nicht? Ist das ein Stück Arbeit mit dem. Der war nötig. Na, was sagen Sie jetzt? Ne? Also wenn ich heute an damals zurückdenke, dann wundere ich mich, dass das alles so ausging, wie es ausging. Oh je. Ja. Nach 25 Jahren als Arzt musste ich einsehen, dass Gefühle, Glaube, Hoffnung meist stärker sind als die ganze medizinische Wissenschaft. Ich musste ihn damals bei noch eine Stunde in die Mangel nehmen, um aus ihm einen Menschen mit Hoffnung zu machen. Ja, und dann wurde aus dem Waschlappen, der er war, der Mann, der er sein musste, um diesen Kampf zu bestehen. Eine halbe Wurzel Korn hat mir und ihm dabei geholfen. Aber Volker, der arme Junge, der konnte ja noch nicht ahnen, was noch alles auf ihn zukam. Nicht? Hallo, Marianne, bist du das? Mal ganz ruhig, Marianne, ganz ruhig. Du, was ich dir sagen wollte, du hast ganz tolle Arme, du. Hey, du schrei doch nicht so. Ja, du hast ganz tolle Arme. Ja, auch wegen unserer Praxis. Ich meine, wenn wir schon zusammen arbeiten, dann ist das auch besser, wenn wir uns verstehen. Verstehst du? Nee, deswegen habe ich das nicht gesagt, das mit deinen Armen. Das Beste wäre, wenn wir uns verlieben. Ja, auch wegen der Praxis. Ja, sowas fällt dir ein. Ich dir Honig um Barsch mir. Also Marianne. Aufgelegt. Wo willst du hin? Zum Pasta. Was soll das denn nun wieder?
Ja, so krank bist du nicht, dass du zum Pastor musst. Ja, das ist es nicht, mein Sohn. Ich will mit ihm über meine Hochzeit reden. Wer? Ja, ich werde Frau Höckers heiraten. Hast du sonst noch eine Frage? Ja, sag mal. Sag mal, wie redest du denn mit mir? Wie es mir passt. Ist was? Du weißt ja nicht, was du tust. Ich weiß bloß, was ich all die Jahre nicht getan habe. Mein Gott, wie konnte ich das bloß die ganze Zeit bei dir aushalten? Vater, du gehst nicht. Lass mich los. Du hast ja getrunken, Vater. Ja, fängst du da nur auch noch mit an? Willst du mich ruinieren? Nur, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ja, du weißt doch, wie die Leute reden. Lass die Leute doch reden. Es ist vielleicht verboten, sich zu verlieben. Vater, Vater, zum letzten Mal. Liebe in eurem Alter ist lächerlich. Ach, halt doch auf. Auch ältere Leute haben das Recht, sich manchmal dummhaftig zu benehmen. Meinst du, ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Bitte, Vater, bitte, geh nicht zu ihr. Sie wird doch heute noch weggebracht. Mhm. Wird da ein Arzt dabei sein? Ja, wozu? Gibt doch überall Ärzte. Ja, das muss aber schon ein Gynäkologe sein. Ein Frauenarzt? Ja. Ja, warum das denn? Warum das denn, warum das denn? Um mir aus der Hand zu lesen, du Schafskopf. Sie kriegt doch wohl nicht ein Kind. Das habe ich doch für einen klugen Sohn. Und wer ist der Vater? Ein großartiger Mann. Ach so. Ja, ich. Was? Nee. Ja. Du könntest einen Schnaps gebrauchen, mein Junge, was? Ja. Du wirst einen kleinen Bruder kriegen. Im Winter. Ist das nicht schön? Das ist zu viel. Ja, aber Vater, Vater, das ist doch überhaupt gar nicht möglich in eurem Alter. Ja, habe ich ja auch gedacht. Aber Dr. Bolt hat mir gesagt, dass es bei einer von 1000 Frauen passieren kann. Ja, mein Junge, wir haben Glück gehabt. Vater, wie konntest du nur? Volker, das war zu schön. Ja? Wir sind zusammen mit dem Bus rausgefahren nach Kleestorp. Am Nachmittag, so weißt du. Und dann sind wir so am See spazieren gegangen. Und dann habe ich sie zum Kaffeetrinken eingeladen. Ja, und sie hat sich dann so an mich geschmiegt. Sie hat sich an dich geschmiegt? Ja. Nicht im Café, nee. Draußen war es so kalt und da habe ich sie in die Arme genommen. Und sie hatte gesagt, du guck mal, der Mond. Der Mond! Oh, Volker, war das eine Nacht. Der Mond, das Gras, die Frau im Arm. Was soll ich machen? Du lügst. Wie kannst du sowas sagen? Dazu ist es viel zu ernst. Und neulich, als ihr uns überrascht habt, haben wir das Ereignis gefeiert. Ach, Vater. Hm? Vater, bist du ganz sicher, dass das Kind, ich meine, dass das von mir ist? Da kannst du dich drauf verlassen. So was hat man doch im Gefühl. Sie hat dich verführt. Ja. Ja, das Aas hat dich verführt. Aber wenn die glaubt, dass sie mich genauso leicht um Finger wickeln kann wie dich, dann hat sie sich geirrt. Ah, ja. Ja. Wunderbar. Verdammt, warum geht denn da keiner ran? Das kann doch gar nicht angehen. Warum geht denn da keiner ran? Wolltest du mich anrufen? Hallo, Marianne, ja. Du weißt also auch schon Bescheid. Tja, was sollen wir denn nun machen? Ja, was sollen wir nun machen? Sie wird Mutter! Also, nun ist es zu spät. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Dieser Skandal! Und sie? Nun sagen Sie doch mal was. Irgendwas. Ja, mal ganz ruhig. Ja, ganz ruhig. Wer hat denn die Schuld? Er oder Sie? Also, das ist denn doch... Los, ja. Erzähl, wie er dich verführt hat. Ja, was Sie sind still. Los, nur erzähl, wie dich dieser Unhold verführt hat. Unhold? Also, das ist sie denn doch. Ach doch, Volker, sie hat ja recht. Vater, du bist ruhig. Das ist ja gut, mein Junge. Also, ist das du dein Kind oder meins? Ja, das will ich ja gerade wissen. Also, Herr Johansen, Ihr
Kind nun ganz bestimmt nicht. Weiter muss ich mir das gefallen lassen. Ich bin eine anständige Frau. Ja, das sieht ein Blinder. Na ja, ich hatte ein paar schwache Minuten, aber die Umstände, die wunderhübsche Fahrt nach Billerhude, die Wärme in der Mittagszeit, die Sonne, die... Was haben Sie da gerade eben gesagt, Billerhude? Sie meinen natürlich Kleestrom. Sie hat aber Billerhude gesagt. Gar nichts hat sie gesagt. Was haben Sie da gerade eben von Billerhude gesagt? Da bin ich schwach geworden. Meine beste Frau, das war in Kleestrup. Das war nachts und das war kalt. Ach ja? Hm. Na, wenn Sie das sagen. Was hast du gesagt, Mutter? Na ja, vielleicht war es ja auch in Kleestrup. Ich war in einem Zustand, wo man das alles nicht mehr so mitbekommt. Ihr dürft ja nicht vergessen, ich bin ja nicht mehr die Jüngste, nicht? Ja, das war in Kleestrup. Sie haben sich an meinen Vater geschmiegt. Ja. Ja, und haben gesagt, guck, der Mond, der Mond. Na und? Ich sag oft solche Sachen. Wie kannst du sagen, guck, der Mond, wenn die Sonne geschienen hat und es Tag war? Ja, also Moment mal, wenn ich mir das so richtig überlege, kann sie auch vielleicht gesagt haben, guck mal, die Sonne, die Sonne. Das ist doch ganz egal. Auf jeden Fall hat sie sich an dich geschmiegt. Ja, und er hat es dann ausgenutzt. Ausgenutzt? Wenn eine Frau nicht will, dann bringen sie keine 10 Pferde dazu. Och, der Mann kriegt meistens, was er will. Ja, du musst das ja wissen. Na, jedenfalls ist dein Vater nicht so dösig wie du. Ja, Moment mal, dösig? Wie können Sie sowas sagen? Er verpasst die besten Gelegenheiten. Oh, du tickerst doch nicht ganz richtig. Ja, nun sei doch vernünftig. Und ich sag dir, das Kind geht ja mit dem Vater aus dem Haus oder gar nicht. Ist ja schließlich meine Schwester oder mein Bruder. Und wenn dieser Kerl ein bisschen Grips im Kopf hätte, dann würde er begreifen, dass es für ihn genauso ist. Dübel, dann wirst du ja meine Schwester. Auch das noch. Vater, Vater, ich will den Beweis, dass das Kind von dir ist. Er weiß, das ist von mir. Da, hörst du das? Und dieses arme Mädchen. Ja, ja. Meine arme Mutter braucht nur Ruhe und ein gutes Essen. Ach, Mariannchen, ich danke dir. Und ihr beiden sorgt für die Babyausstattung. Oh, das ist ja zum Verrücktwerden, ist das ja. Dein Vater tut seine Pflicht, oder er soll mich kennenlernen. Komm, Mutter, wir gehen. Ja. Nur lass uns doch in Ruhe darüber reden. Ja, ihr geht zum Doktor... Und wir übernehmen all die Kosten. Was soll denn das heißen? Das Kind behalte ich. Hier gibt das nur eins und das ist Hochzeit. Komm. Ja, richtig. Hochzeit, jawohl. Ja, nun wartet doch. Bitte, bitte, komm, setzt euch, setzt euch. Oh, aua, aua, aua. Oh. Hey. Ja, so weit kommt es noch. Dafür habt ihr später noch genug Zeit. Vater, ja? Du hier, sie da. Bitte. Also gut, also gut. Dann, dann bleibt ja wohl nichts anderes über, als die beiden zu verheiraten. Ganz meine Meinung. Was ich fragen wollte, was bringt deine Mutter mit? Du denkst auch immer nur ans Geld. Ja, man muss an alles denken. Ja, die beiden haben doch keine Erfahrung mit sowas. Meine Mutter hat eine gute Rente und eine Lebensversicherung. Ja, genau wie mein Vater. Wann soll die Hochzeit sein? Ja, im Herbst. Das ist zu spät, das muss früher sein. Ach so, ja. Ja, dann in 2 Monaten. Nein, in einem. Nee, 2. Einen. 2. Vater! Mutter! Mutter, du hast doch noch ein bisschen Geduld. Ja, und sei doch mal ein bisschen vernünftig. Das geht jedoch um eure Hochzeit. Also gut 1 Monat. Was ist mit der Hochzeitskutsche? Vater. Marianne, du musst eine Liste machen, wie viele Leute ihr einladet. Ich mach dann auch eine. Ja, ist gut. Und was ist mit der Kirche? Was? Ja, was haltet ihr zum Beispiel von St. Petri? Ja, so weit kommt das noch. Vielleicht auch noch in Weiß, was? Das machen wir zu Hause, Mutter. Das geht bis zu Hause? Nein, das will ich nicht. Will ich nicht. Dann seht ihr, was ihr angerichtet habt. Oh mein Gott, du sagst doch nicht so. Ja, ja, Vater! Ja, 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 ja. Bin ja schon wieder da. Was ist denn mit den Trauzeugen? Ja, die werden wir wohl auch noch finden. Ich hätte dich gern, mein Junge. Mhm. Mich? Ja, und ich für meine Mutter. Das ist doch schön. Nee, 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 nee. Hochzeit gut, aber Trauzeuge nein und nochmal nein. Ach, oh, ja, ist ja gut, ist ja gut, mein Junge. Ja, meine Mutter, bitte. Warum willst du eigentlich nicht Trauzeuge sein? Ja, weil ich an dem Tag nicht hier bin. Nee, ich fahre nach Billerhude oder nach Kleestrup. Dann fahr mal lieber gleich nach Nordpol, da ist nichts passiert. Ja, willst du denn wirklich Trauzeuge sein? Ja, gern sogar.
Also gut, mache ich das auch. Na, dann ist ja alles klar. Ja, alles klar. Oh, fürchterlich. Ja, also, wenn nur alles klar ist, dann könnt ihr uns ja auch mal einen Augenblick allein lassen. Wir haben nämlich auch noch ein bisschen was miteinander zu besprechen. Mhm. Und wir haben ein Recht darauf. Wir sind verlobt. Nix da. Bis zum Tag eurer Hochzeit werde ich aufpassen wie ein Luchs. Wenn Sie nun gern allein sein wollen, dann lassen doch. Aber wir müssen doch aufpassen. Dafür ist es nur zu spät. Oh ja, wenn du das so siehst. Oh, ich bin richtig fertig. Na komm, lass uns mal ein Stück laufen. Ja, wir stören hier nur doch bloß. Ich will bloß hoffen, dass nach der Hochzeit von unseren Kindern... Eltern... Ach was. Ja, nun kommen. Ja, ich will bloß hoffen, dass sie nicht über ihn herfällt. Was? Ja, er ist nicht stark genug für sowas. Er nicht stark genug für sowas? Die einzigen, die hier nicht stark genug sind für sowas, das sind wir. Hm? Komm. Oh, hau. Oh, Mami, ich wünsche dir alles, alles Gute. Marianchen, ich danke dir. Weißt du, ich bin ganz verrückt nach ihm. Und ich schäme mich nicht mal. Du sag mal, Mami, wie hast du das eigentlich hingekriegt? Ja, was denn hingekriegt? Dass er so verrückt ist nach dir. Oh Gott, du hast... Hat er dich geküsst? Er mich? Ich will dir was sagen, mein Kind. Männer sind schüchtern. Die muss man zwingen. Zwingen? Ja. Soll das heißen, dass du... Ja, ich habe zu ihm gesagt, er soll mich küssen. Er wollte nicht. Der hatte Angst. Da habe ich zu ihm gesagt, wenn du mich nun nicht küsst, dann hau ich. Und denn? Und dann hat er mich geküsst. Ja, und das andere? Och, also hör mal. Mutter, ich bin ja nur alt genug. Champagner, mein Kind. Ja, wenn man Champagner getrunken hat, dann macht man leicht mal Sachen, die man sonst nicht tut. Hast du ja noch nie was mit ihm getrunken? Nee. Du hast noch nie... Oh Gott, mein armes Ding, was für ein Pech. Ich hätte aber nichts wie ran. Du, Mami, ich bin richtig neidisch auf dich. Walter, ja. Haben wir nicht noch eine Flasche Champagner für unsere Kinder? Ich glaube, die könnten nun eine gebrauchen. Ja, das glaube ich auch. Einen Moment bitte. Einen Moment. Champagner? Ja, sag mal, Marianne, willst du den auf der Straße trinken? Haben wir das nötig? Wir gehen in unsere Praxis. Oder in unsere Wohnung. Ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge zu besprechen. Ist es nicht so? Ja, aber... Hier, mein Junge. Das wäre... Der ist gut. Hat mir Glück gebracht. Glück? Das versteht der Teufel. Ja, nun komm an. Ja, ja, oh. Marianchen, denk dran, ums Glück muss man kämpfen. Na, mein Welti. Komm doch ein bisschen näher. Ja, du, ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht kommen die beiden noch mal wieder zurück. Ach, Walter, du komm doch. Was habe ich für einen Schreck gekriegt, als du dich verplappert hast mit Kleestrup und Tag und Nacht. Na, und ich erst. Aber ist ja noch mal gut gekommen. Oh, Walter. Von nun an werden wir unser Leben genießen. Ist das nicht herrlich, in unserem Alter noch so was Schönes zu erleben? Ja. Ist es auch. Mhm. Aber also, ich habe auch so ein bisschen Angst. Ja, warum denn? Na, was wird das mit dem Kind? Hm? Die haben das geglaubt. Ja, also wenn sie so dummerhaftig sind. Das ist doch auch lachhaftig, in unserem Alter nun noch ein Kind. Ja. Wenn auch. Wenn auch? Sag mal, was hast du vor? Warum fragst du denn? Ja, du guckst mich so anders an als sonst. Wie guck ich dich denn an? Na ja, wie eine Katze, eine Maus. Aha. Was ist denn mit deinen Augen? Was ist denn mit meinen Augen? Die werden ja immer größer. Damit ich dich besser sehen kann. Ja, oh, dein Mund. Was ist damit? Ja, der wird immer spitzer. Damit ich dich besser küssen kann. Du, guck mal hier, diese... Ach, Walter. Ja, bitte schön, deine Kinder in deiner Wohnung. Also, du, die küssen sich. Na, hör mal, das ist aber denn doch... Na, Gott sei Dank. Endlich wissen die auch, was schön ist. So, mein Welti. Und du setz dich mal hin. Ja, ja. Hm. Mach mal deine Augen zu. Ja. Und nun stell dir vor, wir beiden sind in Kleestrup. Die Sonne scheint. Ja. Und das ist warm. Vorhang! Vorhang zu!